Ja, liebe Leute, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen wieder hier auf meinem Twitch- und YouTube-Kanal. Ja, Leute, wir machen weiter zu Call of Duty Black Ops 6. Ja, Leute, diesmal natürlich Folge 5 hier. So, gleich geht's los hier. Gleich wird weitergeballert hier, Ladies and Gentlemen. So. Gleich geht's los. Ja, wie gesagt, geht's natürlich für allen Konsolen natürlich. So. Machen wir weiter. Die Kampagne natürlich. Ja, wie gesagt, für den PC, für die Xbox Serie X und S, für die PlayStation 4 und für allen und für allen. So. Ja, muss doch alles nochmal kontrolliert werden hier. So, fortsetzen, wir legen los. So, Leute, jetzt sind wir Folge 5, wie gesagt, wir legen los. Hast du Harrow nach dieser Forschungseinrichtung gefragt? Sie geht nicht dran. Sie sollte Livingston überprüfen. Du glaubst, dir ist was passiert? Dann wäre es meine Schuld. Das Gewicht der Welt auf deinen Schultern. Wir kennen das Risiko. Schon, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil es nicht nur um dich geht. Wie wär's, wenn du mit mir und Case in die Staaten kommst? Ich würd's mir überlegen. Ist Felix noch in der Küche? Beschwer dich nicht. Wir haben gut gegessen, während ihr in der Wüste wart. Er sollte die Disk entschlüsseln, die Adler gefunden hat. Wir brauchen den Inhalt. Hey, Chefkoch, hast du die Diskette geknackt? Ah, Geduld, bitte. Kryptographie ist wie Kugelfisch zubereiten. Zu viel Eile und du riskierst alles zu verlieren. Okay. Will er uns etwa Kugelfisch servieren? Du sagtest keine Beschwerden. Ach ja, hab ich. Was gibt's denn hier Leckeres? Yum, yum. Fleisch. Bisschen Gemüse. Oh. Ich fürchte, es dauert noch etwas. Oder möchtest du gern helfen? Das bleibt abzuwarten. Ich habe diese Kochbücher gefunden, aber mein Kyrillisch ist nicht mehr ganz so gut, wie es mal war. Und ich arbeite mit Zutaten, die ich selber jagen und sammeln musste, hier im Umland. Also nennen wir es Eintopf, ja? Verstehe. Weil ich keine Menschenleben mehr nehmen möchte, glaubst du, mein Herz blutet für alle Kreaturen? Eine verständliche Annahme. Aber das sind nun ganz andere Umstände. Jagen geschieht in Symbiose mit der Natur. Ein Leben grundlos zu nehmen, ist parasitär. Gesellschaft ist räuberischer Natur. Die mit Macht, egal ob legitim oder nicht, beuten alle anderen aus und haben Schläger in Uniform, wie mich einst, oder auch ohne, um zu herrschen. Die Stasi, die CIA
Organisiertes Verbrechen in Avalon, sicher auch Pantheon. Alles Institutionen der Unterdrückung. Mit Blut an meinen Händen. Meine Seele, belastet durch Mitschuld, lebe ich jetzt in Schande. Nie wieder. Der Inhalt ist hinter einer äußerst beeindruckenden Verschlüsselung versteckt. Ich habe ein Programm zur Dekodierung geschrieben, aber in Wahrheit tappe ich weiterhin im Dunkeln. Ich knacke weniger das Schloss, sondern bohre mitten durch den Zylinder. Komm später in der Küche vorbei. Ich brauche einen Vorkoster. Vorkoster. Lecker, lecker, lecker. Schön Fleisch. Schau mal hier. Aha. So. Gucken wir mal, wo die anderen hier sind. Was macht er hier? Oder sie? Case, brauchst du was, bevor es losgeht? Was? Wegen der Irak-Sache? Bitte. Ist die Energie nicht wert. Entgegen Marshalls männlichen Befindlichkeiten hätte ich helfen können. Aber ihr lebt noch, also... Das ist nicht fair. Ich brauche Einnahmen, Case. Avalons Verbrecherbanden auszuschalten ist nicht billig. Nichts für ungut. Du hast edle Absichten. Aber das ist nicht mein Kampf. Ich bin keine Amerikanerin. Ich habe keinen fehlgeleiteten Patriotismus wie Marshall da drüben. Adler ist nur daran interessiert, welche Verbindungen Avalon mit dem Pantheon hat. Er schert sich einen Dreck um meine Mission. Oder die von irgendjemandem sonst. Erwarte bloß keine Rührseligkeiten von ihm. 10 sehr lange Meilen den Berg runter. In die nächste Stadt. Rustikal, könnte man sagen. War voll deprimierend. Ich hasse es, nichts zu tun zu haben. Und war nicht heiß auf Zwangsurlaub mit Woods. Bleib stark. Okay, der... Leck mich! Yo, lass dir helfen, Mann. Du mich auch. Dann viel Spaß. Sieht das hier nach Spaß aus? Na, das habe ich nicht gemeint. Muss echt hart sein. Das Leben verteilt harte Schläge, Junge. Bei uns... Sogar noch öfter. Ganz ehrlich, ich hätte das nicht geschafft. Nach Hause zu kommen, nach allem in Panama, jemandem wieder zu vertrauen. Du glaubst an die, die dir den Rücken frei halten, für dich kämpfen. Adler war einer davon. Als die Unterlagen nach Panama auftauchten, Überweisungen an Adler von Raúl Menéndez, billiger Drogenhändler. Das stank gewaltig. Adler? Seine Brüder verraten für Geld? Willst du mich verarschen? Der Lebensstil, den er führt, ist nicht ganz billig. Hör zu. Ich weiß, er ist gerne der Psychopath, aber er ist auf unserer Seite. Er regelt die Dinge nur gerne auf seine Art. Früher kannte ich die Regeln, jetzt nicht mehr. Du kriegst das hin, Kleiner. Dinge tun, Entscheidungen treffen. Ich würde gern mit dir Ärsche treten. Ich hasse es in dem Ding. Mal langsam, hör zu. Du bist wichtig, Mann. Ja, Stuhl hin oder her. Ja klar, es ist nicht mehr so wie früher, aber das, das ist stark. Vielleicht warst du Captain America früher und jetzt bist du wie Professor X. Wer? Ja,
Verschwinde bloß, Mann. Hast du recht, ist nicht so leicht. So. Oh, hier ist gar keiner. Was sind dieser Idiot, Adler, ey? Na egal. Okay, so. Dann machen wir weiter hier. So. Okay, dann geht's hier los. Let's go. Adler glaubt, dass Pantheon Zugriff auf eine Forschungseinrichtung namens Advanced Technologies and Applications hat. Klingt beeindruckend. Liegt in Ost Kentucky. Von außen ist das Gebäude mit Cosper Solutions benannt. Doch dahinter steckt eine andere Geschichte. Sieht ziemlich abgelegen aus. Nichts als Wälder und Hügel. Wir sollten ein paar Meilen entfernt parken und den Rest laufen. Drinnen ist der Flügel mit der Biotechnologie unser Ziel. Adler glaubt, dass die Wiege von dort stammen könnte. Wir müssen wissen, was das Ding anrichtet. Hast du nicht gesagt, Adler hat einmal gearbeitet? Kurz. Vor etwa 10 Jahren. Er erwähnte ungewöhnliche geheime Programme mit menschlichen Probanden. Dann wurde der Ort nach einem Zwischenfall geschlossen und unter Quarantäne gestellt. Die Wiege. So sieht es wohl aus. Seth, wie sieht's bei dir aus? Ich suche noch einen Weg rein. Die nördlichen Türen sind versiegelt. Bei dir? Case und ich sind drin. Südtür, Nebeneingang. Sieht aus, als ob hier vor kurzem jemand durch ist und den Lastenaufzug benutzt hat. Die Kette ist kaputt. Okay. Masken auf. Du bist dran. Suche einen Werkzeug. Mitarbeiter und Besucher, ein Gefahrenstoff-Zwischenfall wurde festgestellt. Dies ist keine Übung.
Alter, was geht denn jetzt hier ab, ey? Kommen wir jetzt so Richtung Zombie-Modus oder was? An alle Mitarbeiter und Besucher, ein Gefahrenstoffzwischenfall wurde festgestellt. Dies ist keine Übung. Biotechnologie gesperrt. Für Zugang an Sicherheitsdienstbänden. Alter, was geht jetzt ab? Ah. Alter. Aua. Scheiße, ey. Was geht jetzt ab hier? Ist für dich. Ah. Schön, dass wir uns wiedersehen, Case 1. Wie fühlst du dich? Wir weisen darauf hin, dass der Großteil der Einrichtung für Patienten gesperrt ist. Wir bitten um Verständnis. Willkommen zurück, Case. Biotechnologie gesperrt. Sicherheitsfreigabe 4 erforderlich. 4 Direktor-Zugangskarten erforderlich. Oh, nee. Ist das jetzt echt dein Ernst? Direktor-Zugangskarte erforderlich. Was für... Direktor-Zugangskarte erforderlich. Warte mal. Ich muss mal kurz was gucken, jo. Grafische Hilfe, Voreinstellung. Warte mal. Menü. Kurze Info. Abschluss kann man überspringen. Ich mach das mal. Warte mal. Jetzt sagt was sein. Zugangskarte erforderlich. Nee. Das ist ja echt. Warte mal, Lesbarkeit. Kompasstyp. Nee, wollen wir Sicherheitsbereich. Fahnenkreuz an. Treffmarkierung anzeigen. Zeigt die Treffmarkierung, der erfolgreich getroffen wird. Gut, wir gucken nochmal. So. Also, hier haben wir halbwegs ja die Karte. Ist alles so ein bisschen mehr Rätsel, finde ich so ein bisschen. Halt doch die Klappe. Warte mal, wo war das jetzt? Warte mal, Schnelleinstellung, Horizontgrafik. Audio, nee, das war falsch. Das war, glaube ich, hier war das. Warte, wir gleich weiter, kleinen Augenblick hier. Wo war denn die das jetzt? Ach ja, Untertitel, das wollte ich ja. Grafische Hilfe. Automatischer Hinweis. Grafische Hilfe, Voreinstellung. Untertitel. Eigene. Ahnen die es jetzt? Warte mal. Eigene Standard. Alles an. Standard. Oh, warte mal. Wir haben es gleich. Gleich haben wir es. So, warte mal. Ich wollte doch... Diesen Untertitel wollte ich ja nur ausmachen. Warte mal, Performance. Ach nee, warte mal, nochmal hier. So, warte mal, Audio Mix, blablabla.
Grafik, Qualität, Ansicht, Bewegungsreduzierung, Sehen, Wahrnehmen. Warte mal, Audio. Ach egal, lass mal. Lass mal jetzt so. Gut, dann nächstes Mal nochmal. So. Okay. Verdammt. Ja, diesmal so bei den sechsten Teil jetzt allgemein. Sind so klein. Weg das Erinnerung. Okay. Wir dachten, wir würden diesen Ort nie wiedersehen. Das ist die richtige Treppe. Ort gefunden. Erweitere Kampfforschung. Die Wiege kann uns nichts mehr anhaben. Wir sind etwas Besonderes. Etwas Besonderes seit unserem ersten Kontakt mit der Wiege. Vor 10 Jahren. Boah, so wieder dieser Code, ey. Codewort ist 9037. Wieder ein anderer. Ah, hier. Warte mal, Zeichen ändern. Tresor bewegen. Ja, aber wieso jetzt der Code? Das ist das eine. Das ist doch so ein. Nee, ist aber da. Vielleicht können wir hier weiter. Okay. Also hier können wir nicht. Ich glaube, wir müssen hier lang. Also wenn wir hier gehen. Wo soll dieser doofe Code sein, ey? Direktorzugangskarte erforderlich. Karte erforderlich. Einführen, einführen, einführen. Muss ja hier alles einführen hier. Evakuierungsprotokoll 5.
Boah, ist das ne... Das haben sie aber echt kacke gemacht jetzt. Das Einzige, ich muss hier lang. Erweitere Kampfforschung. Ich glaube hier nix. Charaktercode Tresor. Aber hier kann ich auch nichts bewegen. Drei. Ja, wie soll ich es da hin? Das frage ich mich. Also Zeilen kann ich ja hier nicht eingeben, nur diese Buchstaben. Voll bekloppt. Hier steht auch nichts, was ich hier... C, Zahlen. F. Was Xvitibel. Ich mach mal hier so ein D. K. K S. Das ist ja echt doof, ey. Das haben sie echt ein bisschen mit Klopp gemacht. Warte mal. Ich gucke mal hier. Kriegen wir hier irgendwas raus? So. Ich muss das erstmal. So. Mal gucken hier. Ah, das haben sie schon ein bisschen doof gemacht. Neun Saves. Bodenkontrolle. Let's save codes. Save codes. Save. Tresor. Soll ich das hier? Tresor, Unterräder, Safe.
können denn das hier gehen, ey? Das ist doch echt doof. Ob man das jetzt hier warte mal. Wie nicht denn? Nee, hier ist auch falsch. Warte mal. Irgendwo. Das haben sie echt. Oh, warte mal. Kriegen wir hier irgendwas hin? Okay, jetzt gucken wir nochmal. Also. Ach, Lift, ah. Ah, okay. Z. O. Warte mal, so. F. Guten Morgen, willkommen bei der erweiterten Kampfforschung. Ah, okay. Wir möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass im Testbereich zu jeder Zeit Funk
Leute wabert überall rum. Hier scheint alles toxisch zu sein. Glaubst du, das sollte er durchschaut durch? Warum musst du sowas erwähnen? Ich war eine richtige Waffe hier. Okay. Soll ich da jetzt hochkommen, ey? Ah. Alter, das ist ja eine Kacke. Mal nochmal. Hallo? Ich hab doch gedrückt.
was ist das für eine Scheiße? Ey. Ey, ist das jetzt dein Ernst? Ey, ich drücke die ganze Zeit. Warum macht er das jetzt nicht? Doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist... Also ganz ehrlich, ich will ja nicht sagen, aber das passt jetzt hier gar nicht rein zu diesem Level hier. Aber naja. So, dir gesagt, ich soll nach oben schauen. Achso, da. Wow. Wir sind stärker und schneller als die anderen Kays. Dafür wurde die Wiege ursprünglich entwickelt. Oh, nee.
Alter, er hat zu viel Scheiße hier geatmet, ey. Direktorzugangskarte erforderlich. Ja, da muss man ein bisschen hier lang. Und wir müssen natürlich wieder hier. Diesmal hier eine Horrorversion. Ja. Jemand hat was Wichtiges in der Tauchkugel vergessen, Case. Zugangstor geöffnet. Och, nee. Das Wasser muss abgelassen werden. Ach du Scheiße. Hey. Ja, na klar. So, jetzt sind wir hier oben, ah, okay. Jetzt frage ich mich, ich muss bestimmt da rein, ne? Alles voll. Alter, ich sehe ja gar nichts, ey. Muss ich ja rein? Nee, warte mal, ich muss irgendwie nach da. Da. Ah, okay. Wow. Hallo, werter Besucher. Willkommen in der Kognitionsforschung. Ablassschalter gesperrt. Ablassschalter gesperrt. Ablassschalter 1, 2 und 3 entriegelt.
Noch 25 Sekunden. Noch 10 Sekunden. 5, oh, dann 4, geht die Lüge auf, 3, 2, 1. Manuelle Überbrückung beendet. Sequenz. Gib nicht auf, Case. Ab. Ne, warte mal. Ablassschalter 1, 2 und 3. Überbrückung eingeleitet. Noch 25 Sekunden. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Manuelle Überbrückung beendet. Sequenz. Oh, das ist halt eine Kacke hier. Ach so, hier muss ich auch noch. Ah. Okay. Warte mal. Mach mal die Scheiße. Ablassschalter 1, 2 und 3 entriegelt. Noch 25 Sekunden. Oh ne, ich muss bestimmt diese Scheiße da. Ah, so eine Scheiße. Ich muss wieder diesen Scheißcode, ey. Na ja, gut. So, jetzt habe ich... Ah, nochmal. 1, 2, 5. Ich meine 8. 9. Oh. Okay. 1, machen wir mal die 8 meinte ich, und 9. Ist doch richtig. Ist doch alles grün. Das haben sie wirklich echt beschissen gemacht. Also nochmal 1, 5, 8, 9. Achso, nee, warte mal. Quatsch, das muss ja mit Häkchen sein. Also 9 ist hinten am Ende, okay. Wow, ey. Warte mal. 5, 8, 2.
Okay, 5, 8, 2, 1. Ja. 5, 8, 9, 2. Hä? Warte nochmal. Also, 5, 8. 5, 8. 5, 8. 5, 8, 1. 5, 8, 1, 9. Ah, jetzt. Scheiß Tür, ey. Ah, wo sich doch und dann da ziehen. Okay, neuer Versuch. Ablassschalter 1, 2 und 3 entriegelt. Erinnerst du dich an die Tests in der Tauchkugel? Nach der Behandlung mit der Wiege versuchten sie uns zu perfekten Soldaten zu formen. Sie wollten die Mauern in unseren Köpfen und Körpern einreißen. Oh. Ich muss mich aufpassen. Nein! Oh, das ist doch echt nervig, ey. Oh.
Das Wiegeprojekt ließ uns im Stich, Case. Wir waren außer Kontrolle, gewalttätig, wahnsinnig. In unserer Wut haben wir diese Einrichtung sabotiert. Haben sie mit dem Gift verseucht, das auch in unseren Adern fließt. Weißt du noch? Ein Scheiß, yay. Los raus, yay. So, genau. Ist doch nicht dein Ernst, ey. Alter, das ist doch... Noch eine Schlüsselkarte. Zwei fehlen noch. Zwei fehlen? Das Wiegeprojekt ließ uns im Stich, Case. Wir waren außer Kontrolle, gewalttätig, wahnsinnig. In unserer Wut haben wir diese Einrichtung sabotiert. Haben sie mit... das auch in unseren Adern fließt. Weißt du nicht? Oh. Oh. Ey, das ist... Ne. Alter. Ich schwör's dir, das ist das beschissene fünfte Folge. Noch eine Schlüsselkarte. Zwei fehlen noch. Das Wiegeprojekt ließ uns im Stich, Case. Wir waren außer Kontrolle, gewalttätig, wahnsinnig. In unserer Wut haben wir diese Einrichtung sabotiert. Ah, das... Nee. Das Seuch, das auch in unseren Adern fließt. Weißt du noch? Drecksviecher hier, ey. Ne. Ich sehe keine Beweise für die Experimente am Menschen, die andere Welt hat. Ich auch nicht. Vielleicht fangen die unten statt. Nicht böse gemeint, Chief. Aber ich bin froh, dass du da unten bist, richtig. Hast du die Schüsse? Ja. Ich denke, das Thema ist das eine der unteren Stockwerke. Keks, ist hier noch jemand? Direktorzugangskarte erforderlich. Ja, mach hin. Direktorzugangskarte akzeptiert. Direktorzugangskarte erforderlich. Ah, zwei Bomben. Direktorzugangskarte erforderlich. Bitte auf dem Parkplatz bleiben. Ist richtig? Nee. Nee, wir müssen hier. Schlimmste ist ja dieses Laden, ne? Das ist echt krass. Ah, okay. Wir sind nicht allein. Ach, echt? Ist nicht wahr.
Objekte bitte sofort melden. Vielen Dank. Das Personal war von den Ergebnissen der Wiege-Studie letzte Woche begeistert. Du übertriffst all unsere Erwartungen. Wir denken, du bist bereit für den nächsten Schritt. Oh Mann. Noch zwei Karten, ey. Spüren auf, Case. Er hat die Schlüsselkarte. Los, komm! Oh, du Drecksvieh! Komm doch, Drecksvieh. Fuck.
Oh, keine Muni, scheiße. Gold, sei Dank. Sie versuchten, die Wiege zu perfektionieren, aber die Wiege konnten nicht gestoppt werden. Wir wissen, wir waren der erste und der letzte Proband. Also haben die Schöpfer sie zu einer biologischen Waffe umfunktioniert. Ah ne, warte mal. Hier waren wir doch schon. Scheißviecher, ne? Direktorzugangskarte erforderlich. Ach, dein Arsch. Wir haben einen Gefahrenstoff zwischen. Direktorzugangskarte akzeptiert. So. Jetzt müssen wir nur gucken. Warte mal. Grün. Wort gefunden. Ah, hier ist es. So, eins noch. Ich krieg schon wieder scheiß Handy. Sorry, Telefon. Ich glaube, Springer hat es bereits erwähnt, aber wir verlegen dich auf die 24-Stunden-Überwachung. Wir werden dich gelegentlich fesseln müssen. Das tut mir aufrichtig leid. Nur bis wir die jüngsten Verhaltensänderungen verstehen. Sicherheit hat höchste Priorität. Ich wollte schon sagen, ich dachte, das ist die Karte. Ist es leider nicht. Gleich.
Gehege wurde hier dokumentiert. Ich hoffe, der ist nicht so schwer. Administration, die heimlichen Helden von Advanced Technologies and Applications. Willkommen im Nervenzentrum. Datenerhebung, Finanzen, Ressourcenverwaltung. Das alles geschieht. Sie legten ihre Berichte dem Direktor vor. Jetzt liegt es an uns. Vielleicht gibt er uns im Gegenzug seine Schlüsselkarte. So einfach ist es nicht. Verdammt. Wir finden die fehlenden Berichte. Jetzt müssen wir noch diese Scheiß... Was hab ich gesagt? Noch drei? Also das haben sie echt ein bisschen bekloppt gemacht, also ganz ehrlich. Ist irgendwie so halbwegs bekannt vor hier, so ein bisschen. Drei Berichte, noch einer. Oh, nee. Das soll ich kaputt machen. Wir haben das verdient. Administration. Nee. Oh, doch hab. Das ist der letzte Bericht. Na, Gott sei Dank. Das war's. Ich wusste, dass du nicht kommen. Pisst euch doch, ey. Wo ist der Penner? Ja, geh doch hoch! Oh.
Alter. Nur wenige kennen die Ursprünge des Pantheon-Case. Sie gehörten zur CIA, selbst anderen Geheimdivisionen kannten sie nicht. Sie schufen die Wiege. Eine neue Generation von Agenten sollte daraus hervorgehen. Boah, was ist bloß aus hier, ey. Blaster, bist du da? Ich bin's. Endlich. Das ist deine Virenz hier. Zum Glück läuft der Notstrom. Verlässt die Herren, als wir reinkamen. Direktor-Zugangskarte akzeptiert. Lack mir am Arsch. Schnell weg hier. Oh. Im Zwischenfall hier hat Levinson das Wiegeprogramm eingestellt. Und du hast die Kontrollabteilung des CIA. Levinson war mit der Natur nicht einverstanden. Im Anschluss wurden wir rehabilitiert. Du darfst nie über das Wiege-Programm sprechen. Oder die Pantheon-Division. Niemals. Die Konsequenzen wären unvorhersehbar. Man hat es geschafft, aber doch. Was für eine Scheiße. Wo ist der Penang? Da. Ja, genau, langsam.
Komm. Drecke. Ach. Auch jetzt haut ab, was? Oh, verdammt. Case. Wo ist der Fan? Wo ist er? Oh. Was für ein ne. Oh, mach hin! Grace! Ich bin's! Marshall! Er kommt zu sich. Ja, Gott sei Dank. Alles wird gut. Was immer das für ein Trip war, hab gerne verzichtet. Was der Zeit. Ein Wunder, dass du es hier hochgeschafft hast. Case, wir haben da was. Sieh es dir an. Jemand hat eine große Menge von was immer das hier ist, genommen. Genommen, ja, genau. So, Leute. Warte mal, das geht mir jetzt irgendwie ein bisschen hier auf den Sack. Kleinen Moment, geh gleich weiter. Warte mal, Ansicht. Hier gibt's so viel. Audio, war das jetzt? Warte mal, Gameplay. Menü. Lesbarkeit. Ach, hier haben wir es doch. Untertitel. Alles aus. Ja. Letzten Sommer, wie es aussieht. Das Pantheon. Das muss die Bibel jetzt. Sein. Was ist das? Ein Halluzinogen? Ach ja, war da noch was? Ja. Heute bin ich mal ein bisschen nervig. So. Warte mal, Bewegung. Das irgendwie hier noch ein bisschen zu dunkel hier. Bewegung, warte mal, Anzeige. Eco-Mode Voreinstellung. Einstellung, durchsuchen, Menüs reduziert. Niedrigverbrauch aus. Da habe ich Umfang an. Warte mal, wenn ich das hier. Ah. Aus. Scheint so. So, Case, du jetzt. Warst bereit, uns beide in Stücke zu reißen. Hab sowas noch nie in deinen Augen gesehen. Hoffentlich auch nie wieder. Nichts wie weg von hier. Das an. Kein Popcorn? Ich mein's ernst. Meine Aufmerksamkeit hast du. Ist das die Disc? Allerdings. Bringt sie rein.
Testsubjekt 18 wurde mit der Wiege infiziert. Sie ist jetzt in der Nähe des Kontrollsubjekts. Die Übertragung sollte jeden Moment eintreten. Eine biologische Waffe, das wussten wir schon. Schaut weiter. Ist der Verlauf jetzt schneller? Schneller, ja. Und noch aggressiver, wie gewünscht. Wunderbar. Ist das nicht deine Freundin? Harrow? Das ist es. Offenbar schon. Schatz, los. Da ist aber noch mehr. Sag das, schalt es auf! Warte mal, jetzt habe ich. Ey, nee. Heute habe ich hier irgendwas komisch hier eingestellt, ey. Verbrauch. Habe ich jetzt hier irgendwas eingestellt? Ah, nee, nee. Kleinen Moment, wir haben es hier gleich. Halleluja. Warte mal, grafisch. Konstanz. Ein. Anpassung. Farbfilter. Ohne. Gameplay, Sicherheitsbereich. Minikarte, horizontal, Minikarte. Falls nie ausblenden. Fahrzeug. Nie ausblenden, Fahrenkreuz an. Treffmarkierung. So, Untertitel, alles an, alles aus. So, Farbanpassung. Farbfilter. Ohne. So, Grafischhilfe, Voreinstellung an, aus. Controller, Tutorial an, kurze Info-Uhr. So. Ja, man gibt hier immer. Stellt man hier was ein oder so. Nimm das andere Ende, okay? Aber warum ist sie jetzt blau? Gut, dass du auf bist. Oh. Nehme an, der Trip, auf dem du warst, wirkt noch nach. Und du weißt schon, zu erfahren, dass du ein Miststück zum Front hast. Immerhin hast du den Hauseinsturz verpasst. Mitten ins Wasser. Ich überlege, ab jetzt draußen zu schlafen. Legen wir es einfach hier ab. Ich will Marshall nicht stören. Alter, das regt mich jetzt aber auf hier, ey. Grafik, Automat, Hinweise. Was ist denn das? Ich will doch das hier ausschalten, ey. Eigene, alles an, alles aus. Ich will doch aus. Textfarben. Eigene Standard. Blau welche. Aber warum? Warum Team ist blau? Verstehe ich jetzt nicht.
Warfilter ohne. Alles zurücksetzen. Nein. Ja doch, warte mal. Alles zurücksetzen. Ah, schnell zurücksetzen, ja. Was? Das schon. Ey, das ist heute nicht meine Kampagne hier. Also echt. So ein Scheiß. Lesbarkeit. Alles aus. Untertitel, Größe, Menü. Konstant aus. Oder das Wort Konstant. Kampagne. Wieder. Ganz am Ende des Videos. Ah. Hör hin. Okay. Hör hin. Ich konnte hier okay. Gusev isolieren. Den Moment da im Hintergrund. Jetzt. Wir warten noch auf B24. Eine Überweisung von Fucina. B24. Eine Überweisung von Fucina. Wer zur Hölle ist Fucina? Keine Ahnung. Nicht wer, was? Fucina ist das Casino Lutazzi. Nur die Lutazzis und ihre Geschäftspartner nutzen diesen Alias. Adler vermutete eine Verbindung zwischen Avalon und dem Pantheon. Jetzt wissen wir's. Nicht übel. Und B24? Ich habe mal für die Lutazzis gearbeitet. Bedauerlich, aber profitabel. Ich habe einen Kontakt, der Licht ins Dunkel bringen könnte. Woods, hilf Felix, einen Zusammenhang zu finden. Seth, du auch. Wir brauchen einen Plan. Marshall! Okay. Können wir reden? Oh. So weit haben wir jetzt alles. Gut, wir haben es geschafft erstmal. Ja, Leute, das war diesmal ein verrücktes Folge 5 hier. Ja, also Folge 5, ne, also. Das hätten sie mal ein bisschen anders machen können. Also Zombie ist ja kein Problem oder so, ne? Aber muss das jetzt eine Hauptkampagne sein? Ja. Naja. Muss jeder selbst wissen. Also das fand ich jetzt nicht so gut. Sorry nochmal wegen den ganzen Einstellungen hier. Ja. Kann passieren. Gut, Leute, dann war's das hier. So, wir machen natürlich Folge 6 demnächst weiter. Zu Call of Duty Black Ops 6. Und das war jetzt, wie gesagt, Folge 5. Folge 5 war für mich schrecklich. Und ich hoffe, Folge 6 wird wieder besser hier. So, weiter abonnieren und kommentieren, mich zu unterstützen natürlich. Und dann sehen wir uns nächstes Mal zu Folge 6. So, bis dann, haut rein. Ciao.